Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier einen Lenovo aus der V-Serie, und zwar in V14IIL. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Ladekabel vom Laptop. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, und zwar genau hier. Und mit dieser Modellnummer findet ihr bei uns im Shop super einfach alle Ersatzteile genau für dieses Gerät. Allgemein kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier prinzipiell von vorne geht. Man muss den Frontrahmen lösen. Allerdings ist es so, dass man dazu diese Schiene hier verschieben muss. Und da kommt man halt nicht ran. Das heißt, man muss im Endeffekt dann doch die ganze Einheit abbauen, kann aber das Display selber einzeln tauschen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, genauso wie das Touchpad auch. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man vorher erstmal alle Schrauben lösen. Und zwar diese. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, dass die vorderen vier etwas kürzer sind als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Und das ist super praktisch, weil da alle Aufsätze und auch Schrauben dabei sind, die man so gebrauchen kann oder gebrauchen könnte. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar ein PH0. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann auch rein, um eine Öffnung zu finden. Und ich glaube, hier kann man das ganz gut sehen. Und das läuft einmal um das Gerät herum, auch hier auf der Rückseite. Und zum Aufmachen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich erstmal, wo man am besten reinkommt, um das Gerät zu öffnen. Und ich würde jetzt hier versuchen, von der Rückseite aus anzufangen, und dann versuche ich zwischen die Gehäuseunterseite und dem Gerät hier eine kleine Lücke zu schaffen und das nach oben zu hebeln. Und das laute Knacken, was man hier hört, ist völlig normal. Das ist, wenn die Einrastschnellen sich lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Das ist ganz normal. Und dann versucht man einfach, sich um das Gerät herumzuarbeiten. Man kann dann meistens auch schon mit den Fingern drunter fassen und das versuchen, ein bisschen aufzuziehen. Wenn das da dann noch nicht geht, macht man einfach in genau der Technik weiter. Und dann kann man irgendwann das mit der Hand dann einfach abziehen. Und ja. Also insgesamt echt sehr einfach. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall als erstes mal den Akku vom Mainboard. Und hier sehen wir den Stecker. Und den kann man in dem Fall einfach nach hinten rausziehen. Und man kann dabei auch, man kann da so ein bisschen am Kabelbund fassen und dann nach hinten ziehen. Und dann lässt er sich ziemlich einfach da rausnehmen. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, hier drüben ist Platz für eine 2,5 Zoll HDD. Oder vielleicht ist hier auch eine verbaut. Wenn nicht, das Gehäuse ist hier meistens mit dabei. Und da ist der SATA-Stecker, wo man das einfach verbinden kann. Dann sehen wir hier den RAM.
Es ist auch zusätzlich noch RAM aufgelötet. Und da sehen wir die SSD. Das ist jetzt in dem Fall eine verkürzte, aber dazu später mehr. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und wenn verbaut, dann auch die GPU. Und hier dann noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, die hier um den Lüfter herumlaufen. Um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier lösen. Und da diese Akkus halt in mehreren verschiedenen Geräten vorkommen, sind da eben nicht alle vorgesehenen Öffnungen dann auch tatsächlich belegt. Also zur Not einfach sich merken, wo man die Schrauben rausgenommen hat. Und danach kann man den Akku einfach aus dem Gehäuse nehmen. Hier drüben ist jetzt noch ein kleines Klebeband dran, was man abziehen kann. Dann kann man den Akku einfach aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls austauschen. Den RAM zu tauschen ist super einfach. Man muss dafür nämlich nur diese beiden Klammern an der Seite hier so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt der einem förmlich entgegen und man kann den einfach aus dem Slot ziehen. Und ja, der Einbau ist genauso einfach. Zurück in den Slot bis ganz nach hinten und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Wie eingangs erwähnt, ist die SSD in dem Fall eine verkürzte SSD. Hier kann man aber auch eine ganz normale lange SSD einbauen. In beiden Fällen muss man als erstes die Schraube am Ende rausnehmen. Und hier ist jetzt auch noch so ein kleiner Kühlstreifen drüber geklebt. Den kann man aber einfach ein bisschen abziehen. Genau. Und dann ist es eben hier so, dass ein kleiner Abstandshalter hier drauf geschraubt ist und den nimmt man einfach ab und verfrachtet den nach hinten, wenn man hier eine lange SSD einbauen will. Und das ist im Grunde genommen einfach nur eine Schraube, die man rausdrehen kann. Und ja, wenn die mit der Hand nicht zu lösen geht, kann man auch einfach das mit einer Zange erstmal ein bisschen lockern und dann eben einfach rausdrehen und dann schraubt man das eben genau so wieder auf der Rückseite oder beziehungsweise hier hinten rein und kann dann da eben eine lange SSD einbauen, die dann einfach auch da verschraubt wird. Ich mache das jetzt erstmal wieder hier rein. So, und dann kommt die SSD einfach wieder zurück in den Slot. Dann wird sie so ein bisschen nach unten gedrückt und dann kann man die wieder verschrauben, egal ob lang oder kurz. Und so einfach ist das. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät übrigens auch einzeln tauschen. Und dafür muss man die Schrauben hier rausnehmen und danach auch die WLAN-Kabel um die Führung herum rausfädeln und dann natürlich auch das Lüfterkabel selber noch trennen. Und ich würde jetzt hier nicht an den Kabeln ziehen, den kann man einfach nach hinten rausziehen, kann man direkt am Stecker dran und dann mit ein bisschen wackeln und hin und her ziehen, funktioniert das immer ganz gut. Man kann den Lüfter dann aus dem Gehäuse nehmen und wie gesagt dann versuchen die Kabel hier aus der Führung zu nehmen und die Verbindung zum WLAN-Modul, das sind reine Druckknöpfe, Druckstecker. Das ist also nicht schlimm, wenn die irgendwie rausspringen. Die kann man dann auch einfach wieder draufdrücken. Man könnte sich jetzt hier auch zum Beispiel ein bisschen Isolierband drüber kleben, um sich das dann zu ersparen. Bei dem neuen Lüfter, falls man da mal nicht genau weiß, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier sehen kann, zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach oben. So, der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso wie der Ausbau.
Und hier ist es so, wenn man die Kabel wieder einfädelt, muss man schauen, dass man hier vorne genug Spiel hat, um den dann auch wieder reinzulegen. Weil das ist relativ knapp bemessen hier. Das heißt, ich würde von der hinteren Seite anfangen, die hier wieder einzufädeln. Und das ist manchmal ein bisschen mit einer Geduldsarbeit verbunden. Die haben alle mal so einmal unten, einmal oben von der Führung her. Und dann würde ich den jetzt als erstes wieder verschrauben, dass der dann mal in seiner Position bleibt und die eine Schraube hier auch an den Kabeln vorbeikommt. Und da ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, dass die Schraube hier für diese Seite ein bisschen länger ist als die beiden. Also die beiden kürzeren kommen hier rein und die etwas längere kommt hier auf der rechten Seite dran. Genau, und auf dem WLAN-Modul selber kann man hier die beiden Markierungen sehen für das dunkle und das helle Kabel. Und genauso werden die dann auch wieder verbunden. Und wie gesagt, das sind einfach nur Druckstecker. Die müssen da drüber positioniert werden. Und dann kann man die einfach nach unten da wieder drauf drücken. Und super wichtig für das Ende hier auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit der Lüfter dann auch tatsächlich wieder arbeitet. Da einfach schauen, dass man den richtig bis zum Anschlag reinschiebt, kann man hier ganz gut sehen. Und ja, dann hat man das soweit erledigt. So, der Akkueinbau ist super einfach. Das Einzige, was ich jetzt hier mache, ist, ich verbinde das Kabel zuerst. Da habe ich ein bisschen mehr Spiel. Genauso wie beim Lüfter, bis ganz nach hinten reinschieben. Und dann sieht man hier auf diese kleinen Noppen, der ist passgenau, da passiert nichts, da weiß man direkt, wo der hingehört. Und dann muss man den einfach nur noch verschrauben und kann danach das Gerät wieder zumachen. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät und drückt die fest nach unten. Und da kann man überall auch richtig kräftig das wieder reindrücken, auch in der Mitte. Das sind überall Einraststellen. Und ich gehe am Ende auch noch mal einmal um das Gerät herum. Schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann kann man das Gerät wieder verschrauben und hat das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.